Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Mutterschiffbox von Afrob. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mutterschiff von Afrob aus dem Jahr 2016. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine Holzbox, relativ groß. Und hier auf der Front haben wir den Kamm, das Logo von Afrob abgebildet. Und hier auch ein Afrob-Schriftzug mit dabei. Die Box auf den Seiten jeweils lang, also hier lediglich diese Holzmaserung. Und auf der Unterseite haben wir dann hier unten rechts einen kleinen Aufkleber mit Barcode. Und hier haben wir dann die Inhaltsangabe. Und zwar haben wir hier Afrob Mutterschiff Limited Box Set mit Jewel Case CD, Bonus CD, Instrumentals plus 4 Bonus Tracks, Doppel-LP, T-Shirt, Poster und Autogrammkarte. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze geht hier auf der Seite auf. So, lässt sich hier seitlich öffnen. Gab es ja schon ein paar Mal solche Holzboxen, aber sind doch eher selten in diesem ganzen Deutschrap-Boxending. Wir haben hier einmal ein Shirt mit dabei. Das Album an sich. Die Bonus-CD, eine Autogrammkarte, das Poster und natürlich die Vinyl, also die Doppel-LP. So, auch von innen diese Holzmaserung, sonst hier nichts weiter zu sehen. Dann machen wir das Ganze mal wieder zu, wenn ich es schaffe. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier ein Standard Jewel Case. Das Album hier vom Cover, vom Artwork in braun. Und hier unten haben wir in weißer Schrift Afrob Mutterschiff stehen. Eben dieser ist auch hier abgebildet. Afrob, wie man ihn kennt, mit Kappe. Und diverse Tiere, Menschen und andere Sachen hier zu sehen. Also wir haben hier Ölfässer. Das dürfte eventuell der Afrob als kleiner Junge gewesen sein. Das sieht nach einer Taube, eventuell Friedenstaube aus. Eine Schlange. Dann hier ein unkenntlicher Soldat mit Waffe. Bäume, ein Ziffernblatt einer Uhr, Schmetterlinge. Also jede Menge zu entdecken hier auf diesem Cover. Auf der Seite lesen wir auch nochmals Mutterschiff und Afrob. So sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, und zwar haben wir 16 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von Gentleman, Semi Deluxe, MC Sadri, haben Xavier Naidoo, MAM und Chefcat. Also jede Menge Features auf 16 Tracks verteilt. Dann werfen wir mal einen Blick in das Booklet. So sieht das aus. Also auch das Booklet hier in diesem braun gehalten. Und dann hier die einzelnen Tracks aufgelistet mit den Infos, wer daran beteiligt war, beziehungsweise wer das Ganze produziert hat. So sieht das aus. Das dürfte dann wieder Afrob sein und weitere Tracks. Jawohl, dann hier so Dschungel-Szenerie oder ja, ist die Frage, ob das Lianen sein sollen oder Regentropfen. Schwer zu deuten. Und hier nochmals Afrob mit Sonnenbrille. Und hier noch die Credits zum Album. Sehr schön. Hier noch der Internetauftritt von Afrob. Dann haben wir die CD. Sieht ähnlich aus wie das Cover, beziehungsweise genauso. Afrob Mutterschiff. Auch hier hinten wieder diese Grafik. Dann haben wir mit dabei eine Bonus-CD. Auf dieser befinden sich eben die 16 Instrumentals zum Album und die 4 Bonus-Tracks. Ja, diese kommt leider in einer Glassichthülle, in so einer Folie. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte natürlich zumindest irgendwie ein Digisleeve, eine Papphülle bevorzugt. Eventuell hätte man die auch hier in das Jewel Case mit reinmachen können. So ist das halt echt, ja, nicht ganz so mein Fall. Ich bin kein Fan davon. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Die sieht so aus. Also auch hier wieder diese braune Grafik. Und hier unten unterschrieben Afrob mit schwarzem Stift. Und auf der Rückseite
haben wir die Tourdaten zur Mutterschiff-Tour 2017. Das Ganze im Hochformat. Dann ist mit dabei ein Poster. Und wie sollte es anders sein, auch hier wieder das Cover, das bekannte Artwork hier mit drauf. Also das Poster im Hochformat. Und das Ganze ist einseitig bedruckt. Dann haben wir natürlich noch die Vinyl, die Doppel-LP. Auch hier wieder das bekannte Cover. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Die 16 Tracks hier verteilt auf A, B, C und D Seite. Also sinnvoll aufgeschlüsselt, jeweils 4 Tracks pro Seite. Credits und Barcode. Dann schauen wir da mal hinein. So, also die beiden Vinyls. Relativ ungewöhnlich hier in einer Tasche. Also das ist kein Gatefold zum Aufklappen, sondern hier beide Vinyls drinnen. Und diese kommen in seinem weißen Umschlag, in seiner weißen Papp, in seiner weißen Papierhülle. Hier lesen wir A-Seite, hier haben wir die ersten 4 Tracks mit dabei. Dann haben wir die B-Seite mit den Tracks 5 bis 8. Ups. Machen wir die mal wieder rein. So. Dann haben wir hier die zweite Vinyl mit der C-Seite und der D-Seite. So sieht das Ganze aus. Also die beiden Vinyls klassisch in Schwarz gehalten und diese kommen in so einer weißen Schutzhülle, in so einer weißen Papierhülle. Und dann geben wir die zwei Vinyls auch wieder in den Umschlag. So, und auf der Seite lesen wir natürlich auch wieder, falsch rum, lesen wir natürlich auch wieder Afrop und Mutterschiff. Gut, und als letzten Boxinhalt, wie so oft, haben wir noch ein Shirt mit dabei. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier ein Shirt in hellbraun bzw. beige. Und auch hier wieder das gesamte Cover des Albums abgebildet, hier im Hochformat. So sieht das aus, allerdings ohne den Aufdruck Afrop Mutterschiff. Neckprint haben wir keinen, Rücken ist blank. Und wir haben es zu tun mit einem Gilden Softstyle. 100% Baumwolle in der Größe XL, das ist relativ ungewöhnlich, ja meistens L dabei, in diesem Fall XL, made in Bangladesch. Grüße gehen raus, wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das beige T-Shirt mit diesem Riesenaufdruck, den wir auch schon vom Cover kennen, hier Afrop und diese diversen Symbole, Tiere, Menschen, alles mit dabei. Ich finde diese Covergrafik echt gelungen, kann man lassen. Allerdings das Design in diesem dunkelbraun und weiß auf diesem beigen Untergrund, auf diesem hellbeigen Shirt, ist nicht ganz mein Fall. Ich bin generell kein Fan von beigen Shirts, deswegen dieses T-Shirt eher weniger für mich. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gesagte T-Shirt in der Größe XL, dann die Doppel-LP, die beiden Vinyls, das Poster einseitig bedruckt im Hochformat, die unterschriebene Autogrammkarte ebenfalls im Hochformat, die Bonus-CD in dieser Plastikhülle mit 4 Bonus-Tracks inklusive Instrumentals und natürlich das Album an sich im Standard-Jewel-Case. Das alles in dieser wunderbaren Box Mutterschiff von Afrop. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Afrop unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.